Wir haben wieder für euch ein neues Video und heute haben wir für euch ein Fragen- und Antworten-Video. Ich habe mal geguckt, das letzte war vor genau einem Jahr und es sind sehr viele Fragen zwischendurch immer mal gekommen und die haben wir jetzt alle zusammen gedingt. Also die meistgestellten Fragen haben wir uns jetzt alle aufgeschrieben. Genau. Die haben wir aufgeschrieben. Und die werden wir euch jetzt mal erzählen. Ja. Wirklich die meistgestellte Frage war, wie alt seid ihr und wo seht ihr euch in 20 Jahren? Also ich bin 15 und sie ist 16, aber ich werde dieses Jahr noch 16, also in ein paar Monaten. So. Ein paar Monaten habe ich dann auch endlich die 16 geschafft, denn alle sind schon 16, aber ja. Kleinlinge. Seit 20 Jahren bin ich 36. Da hoffe ich, bin ich schon Mutter. Und habe einen Mann oder einen Freund, ja, nee, eigentlich einen Mann und ein eigenes Haus oder eine Wohnung und halt einen Job, der mir Spaß macht. Also ich sehe mich halt so in einer Berufswelt mit Kind und Mann und Haus. Ja, bei mir ist so, wenn ich so manchmal so sehe von YouTubern, die schon älter sind und immer noch nicht so einen Mann gefunden haben oder noch keine Kinder haben oder so, dann frage ich mich so, wie das bei mir alles ablaufen wird. Und deswegen würde ich irgendwie sagen, so, dass ich nichts so festlegen will, so wie es passiert, weil ich dann vielleicht enttäuscht wäre, wenn es nicht so wäre. Deswegen lasse ich es einfach auf mich zukommen. Die nächste Frage ist Lieblingseissorte. Also meine Lieblingseissorte, ich war in den Sommerferien in Holland, also in den Niederlanden. Und da habe ich Mango-Eis gegessen und es war wirklich das beste Mango-Eis, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Also seitdem ist, glaube ich, mein Lieblingseis Mango. Und wenn nicht, also wenn es Mango nicht geben würde, dann Joghurt. Also bei mir ist es definitiv Schokolade. Weil, keine Ahnung, so Schokolade ist einfach so, ich finde Schokolade am leckersten. Wirklich so. Es gibt so viele unterschiedliche Schokoladensorten, so, auch so von unterschiedlichen Eisstilen, aber ich finde, es schmeckt immer am besten so, keine Ahnung, so, ist einfach so erfrischend und das ist so, ich mag Schoko am meisten. Welche Jahreszeit oder Monat mögt ihr am meisten? Also ich mag... Ich mag November und den Winter am meisten. Nee. So. Ich mag am meisten so den Monat von September zu Oktober, weil es da einfach so diese Herbstzeit ist und ich das so am schönsten finde, weil Sommer ist mir meistens einfach zu warm und weil mein Zimmer sich so aufheizt, dass ich kaum darin schlafen kann und das richtig nervig ist und bei Herbst einfach so dieses so mit den, ich finde es einfach so eine schöne Atmosphäre, so es ist noch nicht so richtig kalt und es ist auch nicht mehr so heiß, es ist einfach so, du kannst so im T-Shirt oder so im Langarm einfach so draußen rumlaufen. Und die Sonne finde ich dann immer so schön, also die Sonne ist anders als im Sommer, deswegen mag ich die Jahreszeit am meisten. Ich mag die Jahreszeit, und also die Jahreszeit Frühling am meisten und halt auch den Monat Mai. Also den Monat Mai mag ich am meisten, weil ich da Geburtstag habe. Oh. Und ich finde halt irgendwie, Frühling ist halt so, es wird mal warm, also so warm wie im Sommer. Aber es wird halt auch mal kälter. Zwar nicht so kalt wie im Winter, aber es wird halt kälter und mal wärmer. Also es hat so zwei, ist ein Monat, der so zwei Jahreszeiten ineinander hat. Also wisst ihr, wie ich meine? Also Frühling kann warm sein, aber Frühling kann auch mal kalt sein. Und das finde ich halt irgendwie so schön am Frühling. Und ja. In welcher Klasse seid ihr? Wir kommen jetzt in die 11. Klasse. Ja. Also beide. Ja. Wie würdet ihr gerne heißen? Ich habe früher immer gesagt, so, wo es mit Wedel Hüder und so war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das war so einfach so, was ich immer geguckt hatte. Und da hieß so eine Melanie und den Namen fand ich total schön. Aber jetzt ist so mehr Zeit vergangen und jetzt finde ich den Namen Alena richtig schön. Also es ist nicht so wie mein Name so, aber so halt so, der Name finde ich voll schön. Und wer ich auch mag, ist Stefanie. Also den Namen mag ich auch. Aber ehrlich gesagt könnte ich mir nicht vorstellen, so zu heißen. Also welchen Namen ich richtig, richtig schön finde, ist, also ich würde voll gerne Mia heißen. Weil, keine Ahnung, ich finde Mia irgendwie ist so ein schöner Name. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Mia den Namen, also voll schön. So, und früher, als ich noch mal so mit meiner Schwester so gespielt habe und sowas und wir dann halt immer so
so Familien waren, war mein Mann, also mein Spielmann war früher mal, der hieß dann immer Markus und ich hieß immer Jamila. Und Jamila finde ich irgendwie auch voll den schönen Namen. Aber wenn ich mich jetzt so entscheiden müsste, würde ich Mia nehmen. Wenn du für einen Tag ein Tier wärst, welches wärst du dann? Ich wäre eine Eintagsfliege. Nein, Spaß. Wenn ich ein Tier wäre, ich wollte immer eine Katze sein. Weil ich dachte mir so, die Katzen, die müssen nicht lernen, die müssen nicht zur Schule gehen. Die welches können einfach die ganze Zeit... Die können einfach ganz halt zu Hause sein, weißt du, kriegen Essen, das Klo wird denen gemacht. Die werden mit Liebe besorgt, also kannst irgendwo hingehen, du wirst immer gestreichelt, kannst immer schlafen. Ich würde eine Katze sein. Also bei mir war es immer so, dass ich eigentlich immer so ein Hase sein wollte, weil ich selber Hasen habe. Aber jetzt auch nicht mehr. Und stell dir dich mal als Hase vor. Jetzt will ich eigentlich eher so ein Hund sein, weil ich so voll eine Hundeliebe entwickelt habe. Und auch weil, guck mal, Hunde kriegen auch Essen gemacht und alles. Ich stelle mir gerade vor, wie wir Tiere sind. Weil Hunde, guck mal, wenn du dann mit denen spielst, die sind dann auch voll glücklich, so, wenn du mit denen Gassi gehst und so. Deswegen, ich wäre ein Hund. Die nächste Frage ist, in welches Land möchtet ihr mal? Also, in welches Land ich unbedingt mal will. Ich weiß nicht, ob das ein Land ist, aber auf jeden Fall will ich auf die Malediven. Das ist so, was ich schon seit Kind immer gesagt habe, ich will irgendwann mal auf die Malediven. Auch wenn viele sagen, ja, was ist denn da auf den Malediven und so, aber einfach so, um das auch mal zu sehen. Ich würde, also ich habe als kleines Kind so immer gesagt, dass ich nach Mallorca will, aber es ist ja kein Land, es ist ja eine Insel. Und Land, ich weiß gar nicht, ob das ein Land ist, aber also Karibik. Würde ich voll gerne mal. Karibik. Oder Los Angeles. Ja, L.A., New York. So halt so die ganzen so... Amerikanischen. Und halt die ganzen Städte, die eigentlich so berühmt sind. Also mal, New York ist ja berühmt, L.A. ist berühmt, Las Vegas ist berühmt. So ein bisschen... Wer hat die ganze Arbeit mit den Videos schneiden? Also eigentlich war das mal so, dass es aufgeteilt war. Aber da jetzt leider mein Laptop kaputt gegangen ist und der nicht mehr lädt und ich den auch nicht, ich kriege ihn anbekommen, aber der hat nur noch 6% und ich kann ihn nicht mehr laden. Deswegen liegt jetzt leider die ganze Arbeit an Lena, dass sie die jetzt leider schneiden muss, alle. Aber ist nicht schlimm. Und aber ich schicke meinen Laptop zur Reparatur und hoffe, dass es dann klappt und dann nehme ich ihr die ganze Arbeit natürlich auch wieder ab und dann schneide ich auch mal wieder Videos. Weil sonst halten wir es immer so, dass wir nicht so gesagt haben, so ja, das schneidest du, das schneide ich, also so immer abwechselnd, sondern bei uns ist es immer so, wie man Lust hat, auf dieses Video zu bearbeiten. Weil manchmal gibt es so Videos, die aufwendiger zu schneiden sind und mal ist es dann ein bisschen kompliziert, das zu schneiden und dann sagt der andere so, ja, willst du das schneiden? Und manchmal hat man einfach so voll dieses Gefühl in sich, dass man es bearbeiten will. Ja. Was wollt ihr nach eurem Abschluss machen? Hartz IV. Nach meinem Abschluss weiß ich eigentlich noch gar nicht. Also da bin ich jetzt einfach mal so wie Lena und ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Also das weiß ich nicht. Also bei mir ist so, nach meinem Abschluss, also ich weiß auch nicht, welchen Abschluss ich mache, aber ich strebe natürlich das richtige Abitur an. Aber nach dem Abitur will ich nicht irgendwie so, also habe ich jetzt noch nicht geplant, irgendwie so ein Auslandsjahr zu machen oder so. Also, willst du machen? Nee, habe ich auch nicht geplant. Ah, also, gut. Nee, also das könnte ich mir nicht vorstellen zu machen, weil ich auch das Geld für was anderes benutzen will. Also für zum Beispiel für die eigene Wohnung und so. Und deswegen aber könnte ich so mir vorstellen, nach der Schule sowas mit Büro zu machen. Also so, das ist gerade so mein Plan. Ich könnte mir vorstellen, Lehrerin zu werden. Wirklich? Ja. Ich studiere mal 6 Jahre mit Lehramt und... Was willst du denn? Wie heißt ihr auf Instagram? Und wir kommen schon zu der letzten Frage. Was ist MSA und was heißt Fachabi? Diese Frage kam unter unserem Video, haben wir unseren Abschluss oder haben wir unsere Prüfung bestanden? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie wir es genannt haben. Haben wir unseren Abschluss, oder? Da haben wir halt MSA und MSA bedeutet mittlerer Schulabschluss. Das heißt, dass wir nach unserem MSA eigentlich schon eine Ausbildung anfangen könnten, aber wir nicht
Also wir hätten unseren mittleren Schulabschluss und wir können halt eine Ausbildung anfangen. Also einfach, du musst so kein Abi machen zum Beispiel. Also es ist halt einfach, dass du einen Abschluss hast, damit du was weit, also viele dass von du weitermachen uns, kannst. Ja, ein paar von uns aus der Klasse sind auch nicht weiter in die Schule gegangen und fangen jetzt schon eine Ausbildung an und können dann die Ausbildung 3 Jahre machen und dann haben sie schon einen festen Beruf. Ja. Ja, und bei uns ist halt so, dass wir noch weiter Schule machen wollen, damit wir bessere Chancen, sag ich mal, haben will oder dass man einfach noch mehr dazu lernt. Ja, und Fachabitur ist halt so, dass man zum Beispiel bei uns macht man halt, wenn man auf dem OSZ geht, also worauf wir jetzt gehen. OSZ heißt Oberstufenzentrum. Genau, dass man da 3 Jahre Abi macht und auf dem Gymnasium aber macht man halt nur 2 Jahre bei uns, Abi. Warte, bei uns ist halt so, dass sich dieses Abitur auch auf ein bestimmtes Thema, also auf Fachgebiet. Ja, genau, bezieht. Bei uns ist es nämlich Wirtschaft und dann können wir jetzt zum Beispiel nicht irgendwas mit Art studieren. Also wir können nicht Medizin studieren und noch irgendwas können wir nicht studieren. Also dafür ist denn unser Abitur nicht. Aber bei mir ist zum Beispiel so, dass ich nicht vorhabe zu studieren. Und Fachabi ist halt so, dass man halt das Abitur, also dass man Fachabi halt macht man nur 2 Jahre. Und Abitur in 3. Genau, und Abitur halt 3. Und Fachabi machst du halt 2 und dann noch 1 Jahr Praktikum und dann hast du halt dein Fachabi. Und musst dann halt keine Prüfungen schreiben. Genau. Also so ist es bei uns, aber ich weiß gar nicht, ob man bei Fachabi auch eine Fremdsprache lernen muss. Ich glaube, da hast du eine Englisch. Oder? Ich weiß es nicht. Also bei uns ist ja zum Beispiel so, wir machen jetzt halt unser Abi und wenn wir jetzt zum Beispiel nach den 2 Jahren sagen, nee, Abi ist doch nicht so für uns, könnten wir jetzt sozusagen nach den 2 Jahren die Schule abbrechen also und noch ein aufhören und noch ein Praktikum machen und dann haben wir halt unser Fachabi. Und das also sind halt keine Prüfungen. Das steht uns halt offen, aber wir machen jetzt halt, haben uns jetzt einfach dafür entschieden, dass wir Abi machen. Weil wir auch die Empfehlung dafür bekommen haben und die Lehrer haben auch gesagt, man sollte sich nicht auf eins tiefer abstellen, was man eigentlich ist. Ja, genau, weil man eigentlich bessere Chancen hat. Und deswegen sollte man erstmal mit dem Besseren anfangen und man kann dann immer noch sagen so, ja, nee, ich lasse es jetzt und mache nur mein Fachabi. Genau. Und man muss halt wissen so, was man später machen will und ob dafür dann das Fachabi, sag ich mal, so reicht. So. Ja. Genau. Und zwar hatten wir vor, wieder ein Telefonstreichvideo zu drehen, weil das öfter angefragt wurde. Und wir hatten halt die Idee, dass wir dieses Telefonstreichvideo machen mit den Wörtern. Und also wo wir Leute anrufen, also wo wir halt Leute anrufen und wir ganz viele Wörter haben und die Wörter in dem Telefonat verwenden müssen. Genau, und ihr sollt uns jetzt, also unsere Bitte an euch ist jetzt, dass ihr uns bitte einmal 10 Wörter oder 5 oder 6 Wörter in die Kommentare schreibt und uns dazu noch schreibt, wo wir dann anrufen sollen. Also zum Beispiel, ihr sagt ja, ihr schreibt uns 5 Wörter und schreibt ja, ihr sollt dann bitte beim Tierarzt anrufen oder sonst irgendwas. Oder irgend sowas. Genau, und ja, dann würden wir gerne ein Telefonstreichvideo für euch drehen. Und ja, dann jetzt aber wirklich, hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat, würden uns über einen Daumen hoch freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.